Im Monat Mai hat der europäische Pkw-Markt mit einem Rückgang der Zulassungen um 52,3% einen weiteren starken Einbruch verzeichnet. Obwohl die Corona-Sperrmaßnahmen im vergangenen Monat in vielen Ländern gelockert wurden, sank die Zahl der in der EU verkauften Neuwagen auf 581.000. Zweistellige Rückgänge gab es in allen 27 EU-Staaten. Allerdings fielen sie weniger dramatisch aus als noch im April. Das gab der Europäische Automobilherstellerverband bekannt. Spanien verzeichnete das größte Minus, während die Verkäufe in Frankreich, Italien und Deutschland um rund die Hälfte zurückgingen. Seitens der Hersteller waren die Rückgänge bei Volkswagen und BMW etwas weniger drastisch als für die französische PSA-Gruppe und Fiat Chrysler. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat die europäische Autoindustrie den Abbau zehntausender Arbeitsplätze angekündigt. Der französische Hersteller Renault will allein im Ingenieurbereich 1.500 Stellen streichen. Die Maßnahme ist lediglich ein Teil eines umfassenden Kosteneinsparungsplans, den Renault im vergangenen Monat angekündigt hat, um in den nächsten 3 Jahren 2 Milliarden Euro einzusparen.